China möchte seine gute alte Immobilienblase zurück, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass das Wachstum in China jahrelang außerordentlich hoch war. Seit aber die Immobilienblase faktisch geplatzt ist und die Preise fallen und die Neubauverkäufe immer weiter zurückgehen, seitdem wird es schwer auch für die Wirtschaft insgesamt, für den Konsum insgesamt. Und jetzt hat China reagiert und die fünfjährigen Hypothekenkreditzinsen so stark gesenkt wie noch nie, in der Hoffnung, den Immobiliensektor wieder auf die Beine zu kriegen und damit eine Blase wieder sozusagen zu restituieren, wieder zum Leben zu erwecken. Und wir wollen uns in diesem Video mal kurz anschauen, warum das wahrscheinlich nicht gelingt, und wollen uns die amerikanische Blase anschauen. Ich denke, das ist ein hochinteressanter Vergleich. Zunächst mal diese Senkung hier der sogenannten Five-Year Loan Prime Rate von 4,20. Hat man diese Zinsen gesenkt auf 4,395. Da hat man mit einer Senkung vielleicht schon gerechnet, aber nicht so stark, wie diese Senkung jetzt erfolgt ist. Wir haben dann gesehen, chinesische Aktienmärkte zunächst nach oben, dann aber wieder nach unten. Dazu gleich mehr. China really wants its housing bubble back, so hat hier ein Kommentator auf Twitter geschrieben. Und ja, das ist der Versuch, das größte Asset, das das Land hat, irgendwie wieder an den Start zu bringen. Hier sehen wir chinesische Immobilien in der Summe vielleicht um und bei 62 Billionen Dollar wert, der Aktienmarkt dagegen vergleichsweise klein, der Anleihenmarkt dagegen vergleichsweise klein, wie Sie in dieser Grafik hier sehen. Aber, und jetzt gucken wir uns mal die Amerikaner an, da ist der Immobilienmarkt durchaus stattlich, aber eben viel kleiner als der Anleihemarkt und der Aktienmarkt. Das heißt, die Amerikaner haben hier ihre Achillesferse, weil sie hier teilweise Überbewertungen haben. Sie haben natürlich einen gigantischen Anleihemarkt, weil sie gigantisch viele Schulden machen, die dann refinanziert werden müssen über Anleihen. Und sie haben natürlich einen gigantisch großen Aktienmarkt. Dazu gleich mehr. Der Aktienmarkt in China dagegen eher klein, aber die Mittelschicht hat in China in diesen Aktienmarkt investiert, weil eben der Immobilienmarkt nicht mehr läuft. Hier sehen wir, dass er nicht mehr läuft. China Home Sales von den größten 100 Immobilienentwicklern in China bis auf 4 Monate. Im Grunde Monat für Monat weiter rückläufig. Das zeigte, dass letztendlich die Nachfrage nicht da ist. Selbst bei fallenden Preisen kommt diese Nachfrage nicht, und das war eben der Sektor, der auch hier die Kreditnachfrage erzeugt hat. Das heißt, wenn die Leute jetzt faktisch auf dem Papier ärmer werden, weil ihre Immobilie weniger wert wird, dann fragen sie auch weniger Kredite nach, haben weniger Sicherheiten zu bieten aufgrund der fallenden Hauspreise. Das ist so ein Rattenschwanz, der letztendlich dranhängt. Und hier ist eben jetzt das Kind bereits in den Brunnen gefallen, aber es ist der Versuch, nochmal hier die Stimmung zu verbessern. Es gibt einzelne Städte in China, die hier Restriktionen aufheben für Zweitkäufer von Immobilien. Man versucht also alles, aber wir sehen hier, dass die Nachfrage in China ein Riesenproblem ist, etwa mal Car Prices in China, die also schneller fallen als zum Beispiel im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase in den USA. Da geht es also wirklich ziemlich stark zur Sache. Und das ist tendenziell ein deflationäres Umfeld, in dem sich China bewegt. Jetzt aufgrund der verfehlten Wirtschaftspolitik von Xi Jinping, die einen planwirtschaftlichen Staatssozialismus initialisiert hat, der die freie Entfaltung von Kreativität unterdrückt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben das kombiniert mit der Demografie, die in China ja bekanntlich ein Riesenproblem ist, mit nur noch ganz knapp über einer Geburt pro Frau. Das reicht nicht, um die Bevölkerung letztendlich einigermaßen konstant zu halten. Vielmehr dürfte sich die Bevölkerung bis 2100 mindestens halbieren in China. Aber wir haben das National Team is back. Das Plunge Protection Team Chinas ist wieder da. Wir sehen hier, dass ETFs vor allem wieder gekauft werden. Mit diesen ETFs versucht man staatliche Institutionen oder staatlich beeinflusste Player, um es mal vorsichtig zu sagen, dazu zu bringen, diese ETFs zu kaufen, um dann die Märkte zu stabilisieren. Das ist heute einmal mehr passiert. Jetzt gucken wir uns mal die Blase der Amerikaner an, meine Damen und Herren. Hier der Buffett Indicator. Der bemisst die Summe des Aktienmarktes in Relation zum BIP eines Landes. Der Durchschnitt liegt bei 65%, also dass der Aktienmarkt in Relation zum BIP bei 65%
dessen Volumen liegt. Wir hatten dann 1929, kurz vor dem Crash, als ja eine totale Aktienparty war, einen Faktor von 88,3%. Wir hatten auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble 136,9%. Jetzt haben wir 185%. Also es ist natürlich weit entfernt von einer Blase. Wir sind jetzt über 50 Billionen an Marktkapitalisierung im Wilshire 5000. 27% davon in den Top 10 Aktien in den USA, also Apple, Microsoft, Nvidia, wie sie alle heißen. Und das in einer Situation, wo die Financial Conditions, wenn Sie hier mal gnädig nach unten gucken wollen, rechts, die Financial Conditions jetzt beginnen wieder nach oben zu drehen. Das heißt, die Financial Conditions werden rigider. Die Faustregel lautet, je rigider die Financial Conditions, umso schlechter für die Aktienmärkte, je lockerer die Financial Conditions, umso besser für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass die also wieder rigider werden, aber die Aktienmärkte dennoch nach oben gelaufen sind. Und wir sehen hier mal die 10-jährige Anleiherendite wieder bei 4,30%, aber wir hatten eben diese massive Lockerung der Financial Conditions, die wir jetzt in Konjunkturdaten sehen, schon in 2023 noch, die wir jetzt in Inflationsdaten sehen, wie aus dem Januar, sodass eben für die Fed es schwierig ist, jetzt die Zinsen zu senken, zumal so unfassbar viel Liquidität offenkundig noch im System ist. Wir haben alleine im letzten Jahr 2023 sind 1 Billion in Geldmarktfonds geflossen. Das ist ein absoluter Rekord. Es war, wenn man so will, the year of the cash. Denn hier ist natürlich jetzt mit insgesamt 6 Billionen ist durchaus Zins zu verdienen, zumal wenn die Renditen jetzt wieder nach oben gehen, also die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen. Aber nochmal zurück zu den Aktienmärkten, die reflektieren das nicht so richtig, was da passiert ist. Denn wir sehen also steigende Renditen und wir sehen dennoch steigende Aktienmärkte. Aber wenn wir uns unten mal den Nasdaq angucken, dann sehen wir sind aus dieser ersten Wedge nach unten rausgefallen und kämpfen jetzt sozusagen bei der zweiten bärischen Wedge hier rauszufallen. Stand heute Morgen wären wir rausgefallen. Mal sehen, was die Amis dann dazu zaubern. Also man sieht, da ist schon ein bisschen was passiert. Und wir sehen auch in der letzten Woche Big Tech gar nicht so gut gelaufen. Und wir sehen, dass die erste Zinsanhebung, genauer gesagt Senkung, erst für die Sitzung am 12.06. erwartet wird. Wahrscheinlichkeit 61% für den 1.05., dass die Zinsen unverändert bleiben. Erste Senkung dann im Juni, dann die nächste Ende Juli, dann 18.09. nochmal eine Senkung. Das ist dann schon relativ kurz vor den Wahlen, muss man sagen. Und dann erwartet man am 7.11. auch nochmal eine Senkung. Das halte ich für durchaus sportlich. Beziehungsweise, dass die Zinsen da bleiben und dann nochmal eine Senkung am 18.12. In der Summe also 4 Zinssenkungen werden jetzt erwartet von den Märkten, von vor kurzem 7. Und wir sehen ja, dass normalerweise hier in dieser Graphic, die Sie hier sehen, dass normalerweise die Zinssenkungserwartung und die Aktienmärkte relativ parallel laufen. Now to something completely different. Meine Damen und Herren, kommen wir mal zur Zinskurve. Neuer Rekord bei der 10-jährigen minus der 3-monatigen Zinskurve. Das ist laut Jerome Powell die Zinskurve, auf die er am stärksten achtet. Die ist jetzt seit 319 Handelstagen invertiert. Das ist die längste Strecke ever. Und viele sagen, naja, also invertierte Zinskurve, diesmal ist alles anders. Diesmal ist es kein Zeichen für eine Rezession. Wir sehen das. Dann, wenn die Zinskurve entinvertiert, also wieder positiv wird, normalerweise dann auch der Zeitpunkt ist, wann die Fed die Zinsen das erste Mal senkt. Und dann ist das normalerweise nicht gut für die Aktienmärkte, weil dann eben eine Rezession kommt. Wir sind jetzt, wenn Sie hier rechts mittig mal gucken, fast schon positiv geworden, sind noch nicht positiv, was die 30-jährige Zinskurve angeht, beziehungsweise was war das, die 10-jährige und die 3-monatige Zinskurve angeht. Also da haben wir noch ein Stück zu laufen, bis diese Zinskurve positive wird. Aber das ist interessant, dass möglicherweise eben hier doch eine Rezession sich ankündigt, auch wenn die Konjunkturdaten jetzt noch super ausschauen und alle sagen, nein, das ist keine Blase, AI ist keine Blase, so wie Fundstrats Tom Lee, there is real demand. Ja, da ist natürlich Nachfrage, aber die Frage ist, wie bepreise ich diese Nachfrage?
Hedgefonds sind jetzt so überinvestiert in Tech-Aktien wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Auf der anderen Seite sehen wir Call-Buying in Single-Stocks extrem hoch. Also da wird viel über Optionen auf der Long-Seite gespielt. Da kann nichts schief gehen, meine Damen und Herren, zumal wir jetzt hier eine Bewegung von 11% für die morgen nachbörslich kommenden Nvidia-Zahlen erwarten, laut Optionsmärkten. Jetzt hat Nvidia eine Marktgewichtung von 5%, gut 5% im S&P 500, also wenn die 10% sich bewegt, dann ist das schon was, dann könnte das einiges bewegen, aber vor allem bewegt es mental. Nvidia muss liefern, sonst KI-Euphorie ein Problem. Hier sehen wir mal die Marktkapitalisierung von Nvidia. Wir sehen auch, dass meistens nach den Zahlen entweder dann nochmal eine Rallye kommt, die aber dann abverkauft wird, dass es meistens nach den Zahlen von Nvidia erstmal nach unten geht. Ob es diesmal so ist, muss man sehen. Jedenfalls erwartet man, dass der Revenue dann über 80 Milliarden Dollar liegen wird und Adjusted Operating Income, also praktisch der Gewinn knapp oder über 40 Milliarden Dollar. Also wenn eine Firma 40 Milliarden Dollar erlöst, wir haben vorhin gesehen, Nvidia ist etwa 1,8 Billionen Dollar wert, dann muss sie schon ein paar Jährchen Gewinne machen, wenn es so weitergehen würde. Wir wissen nicht, ob es so weitergeht, ob Konkurrenz kommt irgendwann, ob ein Überangebot ist irgendwann, sodass die Preise dann fallen. Das ist eben die Frage, sodass wir hier jetzt sehen, dass Nvidia natürlich aufgrund der präsentierten Zahlen und der Projektionen günstiger geworden ist, als es schon einmal war, was die Price-Earnings-Forward-Ratio betrifft. Aber günstig ist es dennoch nicht, egal wie die Zahlen ausfallen werden. Gestern hat HSBC nochmal jetzt sein Kursziel für Nvidia nach oben genommen auf 835 von 800, sagt aber selbst eigentlich zwischen den Zahlen, also viel Luft ist nicht mehr für die Aktie, aber hat man dennoch nochmal nach oben genommen, so wie viele andere Analysehäuser auch. Und natürlich ist es keine Blase, aber wenn es eine Blase ist, dann hätte sie noch ein bisschen Luft, sagt Bank of America's Hartnett. Hier rechts sehen wir mal den Vergleich zwischen Cisco und Nvidia. Cisco war ja damals auch der ganz heiße Scheiß, als man sagte, Internet kommt, Mensch, Netzwerktechnologie ist doch essentiell, braucht jeder. Also Nvidia, damals Cisco, nicht Nvidia, massiv nach oben geschossen. Dann sehen wir, ist es nicht mehr so gut gelaufen. Hier aber mal der Vergleich. Peak Valuation bei japanischen Aktien bei 67, bei der Dotcom-Blase bei 65, bei den Fang-Stocks 2021 bei 60, jetzt sind wir bei 45, haben aber schon mal 139% gemacht. Aber klar, bei Blasen kann man nie wissen, wie weit sie noch sich aufblähen. Und das sehen wir hier zum Beispiel auch bei Microsofts Copilot, also dieser KI-Anwendung in Microsoft Office. Wurde hier mal von CT, die ja wirklich als extrem seriös gelten, dieser Computerzeitschrift getestet. Und man hält das für eine Frechheit, zumal das ganze Produkt Geld kostet. Da hat man hier dem Copilot gesagt, mach mal eine Präsentation über Luther, mach eine über Schokolade. Und da hat das Programm ziemlich viel halluziniert, wie man sagt. Also praktisch Fake-Tatsachen gebracht, die überhaupt nicht der Fall sind. Und dementsprechend ist die Frage, ob bei Microsoft etwa diese KI-Euphorie wirklich angebracht ist. Man zahlt dafür ein Produkt, was faktisch völlig unausgegoren ist. Das ist zumindest derzeit noch der Fall. Käufer der Aktien zahlen immer mehr für immer weniger mehr. So hat Andreas Niederwieser hier mal Belegte zu zeigen. Ja, natürlich ist Microsoft ein Unternehmen, das unfassbar viel Geld verdient. Aber die Anleger zahlen auch immer mehr dafür, dass sozusagen die Gewinnsituation, nicht mal die Gewinnsituation, sondern die fundamentale Lage des Unternehmens sich nur ein bisschen verbessert, zahlt man irre Preise. Wie das Ganze läuft und warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel als erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, Bitcoin, natürlich bald vor neuen Allzeithochs, meine Damen und Herren. Wer jetzt noch nicht drin ist, der wird es später ganz, ganz fest bereuen, da bin ich ganz sicher. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Ich habe Tonprobleme, neues, beziehungsweise musste ein altes Mikro nehmen, weil mir gestern unmittelbar vor dem Videoausblick das Mikrofon kaputt gegangen ist. Also ich versuche die Probleme zu klären, nur dass Sie da Bescheid wissen. Kann aber noch ein bisschen dauern. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.